Und wir fangen einfach da an, wo wir letztens aufgehört haben. Okay, sehr gut. Ja, dann will ich... Sind wir an diesem Ort? Nee, das hier ist eine andere Basis, ne? Ja, genau. In dieser anderen Welt, da möchte ich schon gerne heute das Wasser gefrieren lassen. Neues Gebiet kriegen wir erst bei 1500 Punkten. Ah ja, okay. Wir haben erst 12% erforscht. Sehr cool. Es wird halt nur nicht angezeigt, wie viele Schätze man noch finden kann. Ach stimmt, da ist noch der Schatz von gestern. Stimmt, stimmt. Es war ja zu knapp. Alle Pikmin haben zwar überlebt, aber den Schatz konnten wir leider nicht mehr borgen. Hodgson sollte es nun leichter fallen, sich zu bewegen, sogar wenn du mit Pikmin auf ihm reitest. Stell dich neben Hodgson und drücke Y, um aufzusteigen. Drücke den Knopf erneut, um wieder abzusteigen. Okay. Hodgson klingt immer so, als sei das irgendwie eine japanische Beleidigung. Ich weiß auch nicht. Ja gut, das ist ja das, was wir ganz am Anfang schon gelernt haben. Ja gut, dann hole ich mir mal ein paar Pikmin. Boah, wir haben 67 rote Pikmin. Ja, gib mal je 10. Wie macht man das? Y? Genau. Und bei dir auch das Maximum. Lass das mal betreten. Feurige Fabrik! Mir wurde es plötzlich warm in meinen Raumanzug. Und erst als ich nach unten sah, bemerkte ich das Feuer. Ich verfiel in Panik. Doch ein rotes Pikmin sah mich ganz ruhig an. Völlig unbeeindruckt von den Flammen. Rote Pikmin sind weit mehr als nur Gutkämpfer. Ach, die können durch Wasser, durch Lava laufen. Ja, okay. Und das ist jetzt die Ebene 1. Ja, dann lass nur rote Pikmin mitnehmen, I guess. Weil die Eis-Pikmin würden ja sofort schmelzen, oder? So ein Feuergegner. Mag ich nicht so. Aber hier sind auch diese Glühstäbe. Kann man die jetzt schon öffnen? Boah, ich werf da jetzt... Vielleicht gibt es hier diese gelben Pikmin. Ich glaube, die sind nämlich elektroresistent. Warum ist der denn jetzt gestorben? Das arme Pikmin hat einen Stromschlag abbekommen. Wenn du es mit Hilfe von B schnell rufst, kommt es wieder zu sich. Ach du Düsselmann. Wir brauchen gelbe Pikmin dafür. Ja, Feuergegner. Den mal schön killen. Nein, kommt her. Ah ja, nee, die sind immun. Okay, alles gut. Nur Hodgson ist nicht so immun. So, die finden den Weg und ihr kommt mit. Oh, das sind wieder... Ah, das sind gelbe Pikmin. Ja, mega cool. Ja, dann ziehen wir die mal raus. Die können dann diese Elektrostäbe... Ist das eine neue Art Pikmin? Ich werde gleich einmal in Olimars Logbuch nachsehen, ob er etwas über diese Art geschrieben hat. Ich beschloss, die hellen Pikmin mit den Ohren... Ach, die haben Ohren. fortsetzen, gelbe Pikmin zu nennen. Der Name gefällt mir deutlich besser als Ohren-Pikmin. Elektrizität macht ihnen nichts aus und wenn man sie wirft, fliegen sie sehr hoch.
Außerdem können sie gut graben. Ja, sehr gut. Dann raus mit euch. So. Ah, da hinten liegt auch noch ein Schatz. Ja gut, dann grabt ihr das mal aus. Und da schmeißen wir 5 drauf. Was soll das sein? Ist das eine Art Keks? Ja, ne? Das ist so ein japanischer Keks. Und die haben eine Farbtube gefunden. Oh, das ist aber ein Gegner. Aufpassen, aufpassen. Und da wären noch Pikmin. Ich will jetzt nicht, dass die Gelben wegsterben. Deshalb schmeiße ich jetzt nur Rote dorthin. Oh Leute, kommt nicht zu nah an dieses Ding ran. Okay, sehr gut. Ja, abtransportieren bitte. Keks eingesammelt. Die Leiche kannst du auch mitnehmen. Was ist das hier für ein Schatz? Da kann man auch gelbe Pikmin draufschmeißen, ne? Ja, lass mal die Abkürzung hier zuerst aufmachen. Sehr gut. Ah, mir fehlt ein gelbes Pikmin. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Rotes kümmert sich darum. Das Gelbe springt hier hoch. Sehr gut. Da gehen wir jetzt nur nicht hin. Oh, wir kriegen so viele Schätze. Das ist halt mega. So, und jetzt brauche ich die gelben hier. Lass mal alles liegen. Schichtenwechsel. Wie funktioniert das jetzt? Machen die das einfach kaputt oder wie? Hm, nee, irgendwie. Die sind jetzt auf der anderen Seite, aber bringt irgendwie nichts. Kriegst du dieses Pikmin da nicht raus? Aber ich glaube schon, dass das so richtig ist. Ja, okay. Jetzt hat es geklappt. Da ist wieder dieser Feuergegner. Mit dir. Da wäre schon das Loch. Aber hier gibt es noch eine Menge Stuff zu holen. Okay. Dann transportieren wir das hier ab. Haben wir genug Pikmin dabei? Ja, mit dem Hund. Okay, sehr gut. Hä? Ah, ja, der nimmt es einfach in den Mund. Okay. Ich dachte, der frisst das jetzt. Aber alles gut. Alles gut. So, da hinten pausieren noch Pikmin. Kann man auf der Map sehen, was man erkundet hat? Ebene scheint hundertprozentig zu sein. Okay, sehr gut. Dann sind wir hier fertig. Ja, dann auf an die Oberfläche. Mit gelben Pikmin jetzt. Sehr cool. Aber dann braucht... Ah, die Knolle, deshalb ist die so hoch. Die gelben Pikmin kann man auf diese Knolle jetzt schmeißen, oder? Ja, dann nehmen wir die auch mit. Dann können die
Ich glaube, die müssen diese Knolle haben bis zum Ende. Was? Ach, es geht noch weiter. Das ist gar nicht der Schluss. Oh. Ebene 2. Ah, feurige Fabrik war nur 50% fertig. Ah, ich habe 100 gelesen. Okay, dann nur die erste Ebene ist 100%. Okay. Ja gut, dann passen wir hier auf unsere Pikmin auf, ne? Auf unsere gelben. Oh, da ist Nacta. Dann trinkt das mal schön. Gönnt euch. Ja, und jetzt müssen wir hier aufpassen. Also, die sind ja feuerresistent. Moin, Refusion, was geht? Willkommen im Stream. Was kann der denn jetzt? Was passiert jetzt? Ach so, das wird einfach ausgelöscht. Okay. Bist du am Essen? Dann guten Appetit. Ich habe Essen bestellt. Das müsste auch so, ja, in einer Stunde kommen. Oh, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Gut, ich würde sagen, wir gehen alle auf den Hund. Und warten, bis das die Pikmin. Was ist das? Okay, es sieht nach einem Monster aus. Grab das nicht mal aus. Grab das nicht aus. Komm, bleibt erstmal hier. Erstmal die Pikmin pflücken. Es sieht ein bisschen wie eine Rübe aus, oder so, ne? Irgendwie so eine Kartoffel. So eine Art Schatz. Aber man weiß ja nie. Trau mich nicht, die Gelben dahin zu schmeißen. Aber die graben halt besser. Ja, doch, das scheint aber kein Feind zu sein. Nee. Okay, ja, dann lass die Gelben einfach mal transportieren. Die Gelben. Ich sehe nämlich hier keinen Verwendungszweck für die Gelben im Moment. So, seid ihr genug? Ne, ihr braucht noch vier. So, sehr gut. Und was ist das für ein Gegner da hinten? Der macht mir Angst. Dann schicken wir die Gelben mal da hoch. Sind das zwei Schätze? Das scheint so. Dann bleibt mal hier. So, Rote nehmen das mit. Ja, bis gleich, Refusion. Und ihr nehmt das mir auch runter. Sehr gut. Ja, doch, ich schick mal die Gelben mit. Rot bleibt bei mir. So. Ah, Gegner! Man muss so aufpassen hier. Der Weg zum Raumschiff ist anscheinend nicht so weit. Ja, was machen wir damit? Auf den Hund? Ich versuche jetzt mal, das kaputt zu hauen. Ja, ist es tot? Er scheint tot zu sein. Nein, nein, ihr macht weiter, ihr macht weiter. Wo ist dieser eine Stein jetzt? Ach, der geht da mit? Ja gut, trotzdem muss ein Pikmin. Oh, was bist du denn für einer? Willkommen zurück, Refusion. Das ist kaum Stream Delay. Ja, das ist ja gut. Das freut mich. So, erstmal alles abtransportieren. Ah, ach, der Gelbe kommt zurück? Was? Sind die Roten etwa ein bisschen faul? Kommt, ihr kommt mal mit. So, die drei.
Nehmen das noch mit und dann müssen wir unsere Pikmin holen. Was haben wir hier? Ja, weitere Schätze. Ja, dann transportieren wir das mal weg. Und Elektro-Pikmin können da aufmachen. So. So viel müssen die sein. Wie lange brauchen die? Oh, da liegt. Moment, da liegt ein Crewmember. Oh, die brauchen ein bisschen länger. Okay. Habe ich noch gelbe Pikmin irgendwo? Nee, ist nur rote. Nee, nee, die beiden, die arbeiten wollen, die können das ruhig machen. So, dann holen wir euch wieder mit. Dann retten wir mal das Crewmember. Pikmin ist einfach der Sklavensimulator, lol. Ja. Wenn man es so nennen will. Die armen Pikmin, ne? Da kommen einfach fremde Lebewesen auf deren Planeten. Und dann werden sie gleich versklavt. Hm, woher kenne ich das nur? Hm, hm. So, keine Ahnung. Kann man den jetzt da runternehmen? Ja, kann man. Komm mal her, du. Jetzt bin ich aber gespannt, wen wir da gefunden haben. Gibt es jetzt eine Story-Cutscene? Ich geh mal hier hin. Ah, oh, Gegner. Okay, ich habe immer Angst, dass ein Pikmin nicht reicht, um die kleinen Käfer da zu töten. Ich glaube, wir haben einen weiteren Kollegen von der Rettungscrew gefunden. Schnell sehen wir uns die Visitenkarte an. Schnotz? Was? Der Schatzexperte. Aber der Heimatplanet ist nicht, unserer. Okay. Moment mal. Das ist kein Rettungscrew-Mitglied. Wer kann das bloß sein? Und wie ist der hier hingekommen? Ein Schatzexperte. Erinnert ihr euch noch an das Logbuch, das uns zusammen mit Captain Ulimas SOS-Signal übermittelt wurde? Wenn er das auch empfangen hat, ist er vielleicht hierher gereist, weil ihn die Schätze interessieren. Dann ist er abgestürzt. Lol, ist er jetzt feindlich? Es gibt ja diesen Battle-Modus, ne? Hilfe für die Gestrandeten. Neben Captain Olimar und der Rettungscrew sind wohl noch andere auf diesem Planeten gestrandet. Auch wenn es schon genug zu tun gibt, suche nach ihnen und rette sie. Ja. Kann man machen. So, das hier ist nur so eine Unterführung. Gibt's nichts zu sehen? Okay. Ja, und wir sind mit der Ebene an sich auch fertig. Sehr cool. Dann graben wir her. Alles an die Arbeit. Macht das schön auf. Das dauert mir zu lange immer. Kann der Hund mithelfen? Ja, nicht wirklich. Ja, tragt das noch zum Schiff. Und ihr kommt alle mit. Ah, Basis verlegen könnte man jetzt machen. Ja, okay. Lass die Ladung reinstecken, genau. Dann sind wir fertig hier. Und dann sorgen wir dafür, dass die gelben Pikmin ihr Zuhause kriegen.
Wie die da alle rumfliegen. Wie süß. Schokoladenschiff. Knabberkreis. Schatz der Erde. Staubbad. Erleuchtende Spiere und unauffällige Köstlichkeit. Wir haben das komplett erforscht. Sehr gut. Ja gut. 20 von den gelben Pikmin nehmen wir mit. Dann können wir auch deren Knospe jetzt ausgraben. Bevor es dunkel wird. Ich weiß nicht mal, ob die Pikmin sterben, wenn, also, wenn wir die gelbe Knospe nicht haben. Ob die gelben dann nicht mit dürfen. Wo liegt denn das Problem? Oh, verstehe, manche Pikmin wollen dir nicht an die Oberfläche folgen. Okay. Wie jetzt? Habe ich jetzt die gelben doch nicht dabei? Du kannst nur bis zu 3 Arten von Pikmin auswählen. Ja, aber ich habe doch keinen blauen mitgenommen. Ja, okay, ich habe trotzdem gelbe dabei. Wo war das jetzt mit der Zwiebel? Das. Ah, da hinten, ja. Wird dann auf der Karte sogar angezeigt. Sehr gut. Sehr gut. Ja, dann lass uns die schnell holen, weil der Tag ist schon fast wieder vorbei. Wie viel brauchen die jetzt zum Transportieren? 5? Reicht es? Ja, sehr gut. Ey, Kollege. Ja, der hilft einfach mit. Ja, gut, dann geht's schneller. Hier gab es dann diese Elektrostäbe und da ist immer noch diese Brücke. Aber ich kapiere irgendwie nicht, wie man da Material bauen kann. Da steht zwar 39 als Rohmaterial, aber... Muss ich denn zu Bagel zurück? Oder vor der Mission Teile craften und mitnehmen? Ah, Gegner, Gegner. Da dürfen die Roten ran. Die dürfen geopfert werden. Den haben wir eine Menge. Du kannst jetzt 10 Pikmin mehr mitnehmen. Okay, cool. Wie funktioniert das hier? Ach, die holen sich jetzt die Teile. Ah. Das gab's, glaube ich, noch nicht bis jetzt. Kann ich den Hund auch dahin schicken? Ja, kann ich. Moment, Moment, Moment. Warum? Baut sich die Brücke gerade von selbst? Ah, nee, die nehmen das. Okay, die craften das. Okay, cool. Ah, wie cute! Wie die das alles herbringen. Ja, ganz fertig werden wir mit der Brücke wohl nicht. Sind die immer noch in Arbeitslaune? Das sehen wir ja gleich. Ja, scheint aber so zu sein. Oh, das sind aber auch eine Menge Gegner. Ja gut, okay, die nichts mehr machen, die bleiben hier stehen. Ich verstehe. Ja gut, dann wird es Zeit, dass wir so langsam alle wieder zurücktrommeln. Und das mit der Brücke machen wir dann morgen. Aber wir haben noch genug Zeit, also das schaffen wir. 17 Stück. Dann fallt bitte nicht darunter, ne? Mhm. Sehr cute. Der Bau der Tonziegelbrücke ist abgeschlossen.
Jetzt kommst du problemlos auf die andere Seite. Geh doch gleich mal rüber. Nee, Junge, hast du schon auf die Uhr geschaut? Für heute ist Schluss. Für heute ist aber Schluss. Da habe ich alle dabei. Kommt mir so wenig vor. Wir sammeln noch ein paar Punkte. Ja, siehst du, und dann ist schon Schluss. Nichts mit Brücke erforschen. Ihr macht weiter, kommt. Was sind diese Geister da? Warum steht da jetzt... Ach so, sind das, wie viele Pikmin gerade sterben? Kann das das sein? Ja, dann lass die Expedition beenden, I guess. Wobei, hier sind ja noch Pikmin zum Pflücken. Aber nur rote, ne? Leider keine blauen. Ja, dafür braucht man die blauen Punkte, ne? Ja, genau. So war das. Ah, ich habe Pikmin so selten gespielt, ne? Jedes Spiel halt nur einmal. Das ist auch schon eine Weile her. Zeit zurückdrehen. Ah, das geht auch. Okay.